In Brasilien war Jefferson Machado kein Unbekannter. Als Schauspieler stand er selbst vor der Kamera und schrieb ebenso erfolgreich Drehbücher. Jetzt ist er gestorben. Die Anzeichen sprechen für Mord. Sowohl das brasilianische Medienunternehmen A7 als auch internationale Medien wie People berichten von dem Horrorfund. Demnach soll Jefferson Machados Leiche bereits am 22. Mai von den brasilianischen Behörden gefunden worden sein, nachdem er zuvor monatelang vermisst wurde. Der 44-Jährige wurde in einer Holztruhe begraben, die zusätzlich zementiert war. Der Fundort des toten Soapstars ist verdächtig. So soll es sich dabei um einen Hinterhof in der Stadt Campo Grande handeln, der zum Grundstück eines Freundes von Jefferson Machado gehört. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Machados Anwalt, Jairo Magalhães, hat ein Statement abgegeben, wie der Soapstar gestorben sein könnte. Es heißt: Mit Bedauern übermittle ich die traurige Nachricht vom Tod des Schauspielers Jeff Machado, dessen Leiche mit Anzeichen einer Strangulation gefunden wurde. Und weiter: Diese Situation macht uns zutiefst traurig und empört uns angesichts des Leids, das Jeff ertragen musste. Nun versuche er durch Ermittlungen, den Täter zu überführen.